Lieber Augstein, es ist wieder soweit. Gucken Sie mal da runter. Schwarz-Rot-Gold, Fähnchen schwenken, Schale tragen, im Stadion jubeln. Und es ist diesmal die Frauen-WM, also es ist nicht im engeren Sinne Fußball, aber wohl auch Sport. Und man kann sich begeistern. Und das ist jetzt noch, enthusiastischer und noch harmloser, netter und schöner als bei der Fußball-WM, wo es ja um Männer und Blitzkrieg und ähnliche Worte immer geht, wenn die Männer Fußball spielen. Hier sind es die Frauen, die spielen auch Fußball. Ein bisschen anders natürlich, aber ist das was, wo Sie mitmachen können bei Schwarz-Rot-Gold, bei so einer leichten Veranstaltung? Na, ich kann da deshalb nicht mitmachen, weil ich von Fußball nichts verstehe und mich nicht dafür interessiere. Das ist das Spiel und, mit dem runden Ball. Ja, ich weiß schon und so. Aber jetzt den Versuch zu unternehmen, mich da in diese quasi staatlich verordnete Begeisterung einzuklinken, das würde scheitern. Hier in Berlin ist ja auch schon wieder der 17. Juni gesperrt, die Fanmeile ist aufgebaut. Hunderttausende von Autofahrern fluchen und sind genervt, weil man schon wieder nicht anständig Auto fahren kann. Ich habe das Gefühl, das ist eine Inszenierung. Ich habe das Gefühl, wir wollen unbedingt die Wiederholung dieses Sommermärchens von 2006 haben, aber die Inszenierung scheitert, weil die echte Begeisterung kommt irgendwie nicht auf, oder? Ja, aber ich glaube, es ist keine Inszenierung. Ich glaube, es ist auf etwas anderem Niveau, aber trotzdem mindestens fast so begeistert wie damals. Vielleicht nicht ganz so viele, aber wer da Fähnchen schwenkt, der hat eine ehrliche Begeisterung für diese Art, mit dem Ball umzugehen und durch die Gegend zu treten. Wunderbar. Und es ist überhaupt keine Inszenierung. Es ist eben nicht Winkelemente auf einer Tribüne mit so und so viel Gerontokraten. Schöner Vergleich. Sondern, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber im Grunde ist es genau nicht. Es ist eben nicht staatlich inszeniert. Es kommt von unten und die Leute sind frei, das zu tun oder es meinetwegen auch bleiben zu lassen. Aber wenn Sie mit 70.000 Leuten im Olympiastadion bei dem Eröffnungsspiel waren, ich war da durch Zufall, dann hat es was. Und dann ist es was ganz Leichtes, Schwebendes und überhaupt nicht Verbissenes und schon gar nicht staatlich inszeniert. Im Gegenteil. Also Sie wissen schon, dass Frauenfußball eine Nischensportart ist. Ich glaube, was war das? 830 Leute kommen im Schnitt zu so einem Ligaspiel der Frauen. Bei den Männern sind es 42.000 im Durchschnitt. Und jetzt wird plötzlich so getan, als sei Frauenfußball eigentlich doch ein wesentlicher Bestandteil unseres Alltags. Und das ist einfach Quatsch. Er könnte es werden. Es ist natürlich nicht klar. Aber 70.000 in einem Olympiastadion, das schafft jetzt vielleicht noch Mario Barth. Das waren alles Pressekarten wahrscheinlich. Nein, das waren nicht Pressekarten. Das ist unfair. Wirklich, das ist unfair. Und auch unfair den Frauen, die da sich redlich mühen. Gut, das ist natürlich nicht Fußball in dem Sinne, wie Sie Fußball gucken, wenn Sie einer von den 42.000 Durchschnittszuschauern in einem Stadion eines Bundesligaspiels sind. Das ist langsamer, das ist nicht so ruppig, das ist vielleicht auch nicht immer ganz so spannend. Und trotzdem hat es was. Also da gehen die Frauen, wenn man das schon sagen darf, da gehen die Frauen dahin, wo es wehtut, ja, auf dem Platz. Sie werden nämlich natürlich von den Rängen immer noch zum Teil verlacht und verspottet und machen es trotzdem. Und das ist toll. Nee, was ich aber daran schwierig finde, ist, Sie selber sprechen darüber ja so, wie gesagt, ich verstehe von Fußball nichts, ja, das ist ganz wichtig jetzt bei diesem Thema und ich kann mich dafür auch nicht interessieren, aber als Beobachter, als neutraler, nüchterner Beobachter, was ja Journalisten sowieso eigentlich sein sollten, ist es so, dass wenn ich Sie reden höre, dann merke ich, Sie reden über dieses Thema schon in so defizitären Kategorien. Die spielen natürlich nicht richtig Fußball, die laufen natürlich auch nicht so schnell wie die Männer. Das heißt, im Grunde wird das Ganze schon so ein bisschen so, ist ja auch ganz süß, was die da machen und so. Und selbst diese Plakatkampagne der Öffentlich-Rechtlichen war doch so, dritter Platz ist was für Männer, Jungs, wir rächen euch. Das heißt, die Rechtfertigung dieser Frauenfußball-WM ist nur möglich im Vergleich zur Männerfußball-WM. Das heißt, eine selbsttragende eigene Geschichte haben wir doch hier gar nicht. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass deshalb genau das Gegenteil das hier ist, wenn wir dann jetzt mal sozusagen die Kurve zur Emanzipationsthematik nehmen, und das finde ich eigentlich, darum geht es hier. Hier ist tatsächlich ein Gender-Thema. Ich finde, das ist dann fast eher eine Beleidigung und eine Entwürdigung für die Frauen als sozusagen ein Fortschritt für Emanzipation. Nee, das finde ich aber exakt das Gegenteil. Richtig ist, man sollte es nicht mit den Männern vergleichen. Da können Sie genauso gut ein Radrennen mit einem Formel-1-Rennen vergleichen, wenn das noch erlaubt ist. Ja, schon wieder. Ja, aber es ist was anderes. Es ist nicht süß, oh, guck mal, die netten Frauen, die versuchen das jetzt auch. Sondern es ist einfach was anderes. Die spielen zwar mit demselben Spielgerät, aber es ist ein anderes Spiel. Es wird anders vorgetragen, zelebriert und durchgekämpft, in Anführungsstrichen, als bei den Männern. Und das ist ja auch vollkommen okay. Warum auch nicht? Der Rahmen ist derselbe, aber das, was da auf der Bühne abläuft, ist ein anderes Schauspiel. Und das steht für sich. Und es ist überhaupt nicht irgendwie als Ableitung von Fußball für Männer zu verstehen, sondern es sind Frauen, die ihr Spiel und ihre Aufführung da durchsetzen wollen. Und die ist eine andere als die der Männer. Und das, finde ich, bringt, solange der Spott von den Rängen noch kommt und sie es trotzdem tun,
finde ich, ist es ein echter Schritt pro Emanzipation. Ein echter Schritt, wir sind auch und wir spielen unser Ding. Und das ist doch klasse. Der ARD-Moderator Antwerpes, Sie erinnern sich, der hat jetzt ja vor ein paar Tagen gesagt, Frauenfußball-WM ist, wenn man sich trotzdem freut. Und hat dafür dann auch nachher tierischen Ärger bekommen. Ihre Zeitung hat ihn zum Verlierer des Tages erklärt. Dabei war der arme Hund bloß der das einfach ausgesprochen hat, was doch in Wahrheit alle denken. Und ich fand es dann auch besonders lustig, dass die Bild-Zeitung sich da so auf die Seite der Frauen geschlagen hat. Warum ist das lustig? Weil ihre Kollegen von Frauen am meisten verstehen bei der Auswahl des nackten Mädchens auf der Seite 1. Aber jetzt sozusagen zu tun, als seien sie das Fachblatt für Emanzipation, das fand ich so ein bisschen war, das Fachblatt für Fußball und eben auch für Frauenfußball. Wir sind ein Fußballfachblatt. Also der Sportteil ist wirklich wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht der beste in der deutschen Medienlandschaft. Und da muss man sich um diesen Sport, diese Sportart eben auch kümmern. Und zwar ganz ohne immer zu vergleichen. Wenn Sie immer mit den Männern vergleichen, dann haben Sie die Frauen in eine Relation gestellt. Und wenn Sie sagen, die sollten das besser nicht spielen, weil so gut wie die Männer werden die das nie spielen können, dann reden Sie den Text des 18. Jahrhunderts. Guck mal, der Mann verdient im Fußball, der Bundesliga-Profi verdient 1 Million im Jahr. Die Frau verdient in der Bundesliga 800 Euro im Monat. Das sind sozusagen Hartz-IV-Kicker, die Sie da haben. Also, ich meine, Entschuldigung. Da kriegt der Begriff Aufstocker ganz andere Bedeutung, aber aber trotzdem, das ist ja ein Ding, das sich entwickelt, auch ein Markt, der sich offenkundig entwickelt. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt 10 Jahre zurückblättert oder 15 vielleicht in die Bundesliga, was haben die damals gekriegt, bevor das durch die Decke schoss über den Fall des belgischen Spielers, der dann ablösefrei wechseln konnte. Also da entwickelt sich was, und ich glaube, es wird sich auch was bei der Frauenliga entwickeln. Das glaube ich schon. Dafür ist so eine WM immer klasse. Ob es so stark wird wie Männer, ist mir beinahe egal. Steht doch für sich, ist doch klasse. Ja, ich finde es schade. Ich finde es deshalb schade, weil im Grunde hätten wir wirklich Bedarf für echte Gleichstellung. Wir haben in den 200 großen Unternehmen 3,2% Frauen in Führungsetagen. Angela Merkel hat Anfang des Jahres die Frauenquote ganz ausdrücklich und bewusst nochmal abgelehnt. Das hätte sie ja machen können, sie hätte sich ja dafür einsetzen können, tut sie nicht. Jetzt eröffnet sie aber irgendwelche Ausstellungen, Frauen schreiben, Fußballgeschichte und so weiter. Das heißt, die sitzen, nein, ich hätte gerne eine Quote, natürlich hätte ich das Einzige, was hilft. Eine Frauenquote in der Fußballnationalmannschaft? Aber witzig ist es doch. Jede Mannschaft 30% Frauenquote. Nee, ich meine jetzt sozusagen in den Führungsetagen der deutschen Unternehmen wäre das tatsächlich absolut richtig. Und was mich so stört an dem Thema ist, alle satteln jetzt ihre Zeitung auch, die Politik, die Verbände, die Marketingabteilung der Firmen satteln auf diese WM drauf und tun so, als sei diese WM ein Zeichen dafür, wie weit die Frauengleichstellung in der Gesellschaft ist. Das ist aber Pustekuchen. Hier kostet es einfach nichts. Hier kostet es 800 Euro im Monat so zu tun, als sei man ganz weit mit der Frauengleichberechtigung. In Wahrheit wo es wirklich wehtut, da wo es drauf ankommt, halten die Männer die Reihen dicht geschlossen. Und das ist das, was mich stört an diesem Fußball-Frauen-Hype. Ja, aber sie würden doch diese Reihen, ob sie nun fest geschlossen halten werden oder nicht, sie würden sie doch mit einer Quote niemals per Gesetz aufbrechen doch, können. Das klappt. Nein, sie können gut. Auch per Gesetz nicht befehlen, dass die Frauen so schnell Fußball spielen wie die Männer. Ja, das klappt ist einfach in Norwegen auch mit der Quote. Also wissen Sie, Norwegen, was ich finde? Das Land, das vor allen Dingen von seinem Öl lebt und ansonsten gar nicht hat. Ja, die haben aber auch nachts immer Straßenbeleuchtung an der Autobahn. Deshalb. Was ich meine, ist Folgendes. Erinnern Sie sich nicht, aber Sie wissen vielleicht, dass 1968 bei der Olympiade in Mexiko nachher zwei Afroamerikaner da so standen mit Black Power-Zeichen und gesenkten Köpfen, um aufmerksam zu machen auf die Lage der Bürgerrechte für Schwarze. Was ich finde, ist, wenn die Frauen, die deutschen Frauen, die diese WM gewinnen, dann sollten sie sich in so einer Reihe aufstellen und wenn sie dann gewonnen haben, sollten sie das T-Shirt hochheben, aber nur bis zum Bauch, bitte nicht weiter. Und dann schreiben sie auf ihren Bauch drauf, ich habe jetzt mal Plakat mitgebracht. Equal Pay Now. Das sind nämlich genau 11 Buchstaben. Für jede Frau ein Buchstabe. Sie sind ein Poet, Augstein. Und in diesem Fall haben Sie sogar recht. Und das Stadion würde klatschen. Danke. Danke.